Entschuldigt, sind Cassidy und Finn sind welche, die uns in Probleme bringen können durch ihr eigenes Verhalten. Like Daniel found a new brother. No kidding. He dumped me like a rock. I'm glad you two came along. It's great that Chris found a new friend out here. It looks like you did too. What's her name? Yeah, Seema. Cassidy? Cassidy. Cute name. Do you like her? Das war ein bisschen zu kurz. She was cool. You're too quick. Anyway, got ya. It's good for me to get out too. We've had a rough time over the past couple of years. My wife Emily, she died 2 years ago. Obviously, it was tough on Chris. Shit. I'm sorry, man. Thanks. It's been a struggle, especially trying to be a good dad. Do you have some kind of problems? I'm just not the man I was. I shouldn't have even brought this up, you know, just forget it. Ja, vielleicht nicht sagen, dass die Großeltern rumschnüffeln. No worries. Didn't mean to make you feel bad. We all have our ups and downs, right? That's how life works. Your grandparents sure did have their share of downs too. Ach, echt? But they're always there for us. For Chris. They seem like good people. Ja, Claire ist zwar streng, aber das hat jetzt passt jetzt nicht auf. Mama hat uns verlassen. They're so nice, but yeah, they have their problems too. Sorry for bringing that up. It's okay. I hope they don't stress out because we haven't come back. Yeah, we should get you two home. Don't keep them waiting. Yeah. Hey, buddy. Wanna set up that Christmas tree? Yeah! Well, I'll get there before you with my dadmobile. No way you can beat Captain Spirit. See you later, Super Wolf. Oh, kein Blödsinn machen. Dann müssten wir eventuell einschreiten. Nein, läuft alles gut. Hello? Hello? Sind wir rechtzeitig zurück, etwa? Claire? Steven? Looks like Grandma and Grandpa haven't come back from church yet. Well, at least they won't yell at us for going out. Doch, das that was so ausfinden. Cool to spend time with Chris at the market. So, did you set things straight with him? Told him the truth? Yeah, I did. Did you know Chris's mom was an artist? I didn't. How so? She drew comics. You should see her drawings. They're so cool. Just like yours. Thanks, dude. Hey. What? What is it? Sean? I want to go check on the room. Upstairs. I know it's mom's. Please. Ja, die werden das nicht mögen. Es war immerhin ihre Tochter und ich verstehe, dass sie da eigentlich keinen drin haben wollen. Daniel, you heard Claire. They will freak out if they know we went inside. We won't tell them. We'll be in total stealth mode. They won't know anything if we make it quick. It's just... I really want to know what's inside.
what kind of stuff she had. Chris has tons of things that belong to his mom. And I have nothing. Come on, Sean. You don't even have to come with me. If you don't want to. Fuck it. I'll come with you. So you don't make a mess and get us caught. Ich würde mal vermuten, dass der Schlüssel dafür vielleicht in Stevens Arbeitszimmer ist, wo auch der für den Schuppen letztendlich war. The door is still locked. We'll find a way to open it. Or I could just blow this stupid door up with my power. Nope. That looks super easy. Nope. Yeah, I could do that with a hammer. But let's try and find the key instead, alright? Oh, ich habe schon Theorien, bevor das Problem auftritt. I'm just gonna clean up real quick. Das war, glaube ich. Und I gotta find a way to open that door. Nee. Or Daniel's gonna keep ranting about it. Dann schauen wir noch. Nee. Hier schauen, dass hier nichts rumliegt. Hurry. Hier. I'll stay here in case they come back. In unserem Raum können wir auch keinen Schlüssel finden. Hier irgendwas Schlüsselmäßiges kann ich mir nicht vorstellen. This whole house is pretty much a huge washing machine. Dann vielleicht im Bettraum, der, was guckst du da runter? Das hilft uns nicht. So. Ja, Rucksack wird sehr wahrscheinlich sein, einen Weg in Karens Zimmer zu kommen. Ja, war klar. Alles durcheinander machen. Ach, die Schublade ist auch abgeschlossen. Maybe the key to Karen's room is inside. Das heißt, wir brauchen einen. Wahrscheinlich, guck mal, die Schublade da hinten. Dafür finden wir dann einen Schlüssel. In dieser Schublade ist dann ein Schlüssel für die Kosmetik-Schublade. Und der Kosmetik-Schublade dann fürs Zimmer. So wird es wahrscheinlich ausgehen. Karen hated collecting trinkets. She used to say they were just useless dust traps. Könnte natürlich auch so einen Schlüssel irgendwie in so unter so Porzellanfigürchen verstecken. Love the outfits, guys. Man, he looks so different. So young. Yeah, no. No way I'm searching Claire's underwear. Ja, besser nicht. Sharp objects. Bit like Claire. Wow, wenn man die Oma als scharf bezeichnet. Come on, little key. Don't be shy. Okay. Hätten wir Schlüsselanhänger. Ich habe den Brief schon gesehen, ja. Die Bibel, ja. Definitely not the one. Way too small. Aber ich nehme ihn erstmal mit. Let's see what it opens. Ja, okay. Das ist dann die Kosmetik-Schublade. Ja, ich beeile mich schon. Yes, Daniel. I know. I can't find the fucking key. Okay, Steven. Where do you hide this key? Nope. Yeah, not much to see in here. Clothes, old stuff, but definitely no hidden key. Und hier in dem, das ist noch ein anderer, mit einer Seite. Shit, these are Christmas presents? Oh. Let's not tell Daniel. Nee, besser nicht. Or he'd freak. Ja, wir kommen ja gleich. Whoa, I'm just looking for a key, not the crown jewels. Ew, are these milk teeth? Not sure if it's gross or cute, but still, no key here. Das hat uns also nicht geholfen. Haben wir was übersehen? Okay, Steven. Where do you hide this key?
I don't really see Steven listening to old school pop rock music. Aber wir sehen sein Gebiss. We clearly don't share politics, but at least Steven doesn't preach. Gut. Ich glaube halt, um Schlüssel zu finden, muss ich not much to see in here. Die Sachen genau durchsuchen. In der Kosmetikschublade, wir haben keinen anderen Schlüssel, ne? Nee, der, ich glaube, der würde sonst oben rechts in der Ecke auch schon auftauchen. Okay, Daniel. Think hard. Who knew this sweet little muffin would turn into such a brat? Still super cute, though. Ja, Tipp bitte. Okay, Daniel. Think hard. What was she wearing? Jeez. I think it was that weird sweater thing. Dude, you rock. Müssen wir jetzt das Pulli-Ding von der Oma finden, wo der Schlüssel eventuell drin ist? Hier hatten wir uns alles angesehen. Das hatten wir durchsucht und ich war hier echt, das, da können wir auch schon nicht mehr dran. Schließen sollten wir danach auf jeden Fall. Come on! Where is this cardigan? No way she wore it to church. Hey, I think that's the cardigan Claire was wearing yesterday. Ich mache jetzt etwas anderes. Das ist wichtig. Abschließen können wir es nicht mehr, aber wir können die von draußen schließen. Ja, das war den. Ich hoffe einfach mal, dass wir sinnvoll waren und den Schlüssel zurückgelegt haben. Und wieder abgeschlossen haben. Yes. So, den Schlüssel haben wir jetzt. Den müssen wir natürlich auch am Ende zurücklegen. I found one key, so it better fit. Just try it. Wow. There's not that much left. Where do you think they put the rest of her stuff? Verkauft wahrscheinlich. It's her teenage room. I'm sure she sorted through her things before leaving for Seattle. The rest is probably packed in these boxes. What do you think happened to all the stuff in my room when we left? Ich konnte, I think I remember ich that. Konnte one. Nicht draufdrücken. Karen showed it to ich me. Ich habe nicht drauf geantwortet. Ulysses. Hey Daniel, check this out. His name is Ulysses. Like the hero? I guess. So cool. Warum? I think I remember that one. Ja, jetzt hab ich jetzt schon geklickt. Karen showed it to me once. Ulysses. Spannend, dass die Aussprache auch so unterschiedlich ist. In auf Deutsch Odysseus und dann Ulysses. It's like she almost never used those. Wir denken wir halt, dass Eigennamen halt doch gleich klingen sollten in verschiedenen Sprachen. Hi, Ulysses. They want to forget anything related to Karen. I can relate. Ja, tut halt weh, immer wieder erinnert zu werden, ne? Yeah. You finally left forever. Hey. Coward. Der grüne Chor von Karen Reynolds. Ich höre den grünen Chor, der im Wald singt im uralten Grau. Wickelt mich in seinen hölzernen Zauber, sein Lied. Die Wurzeln wie Sicherungen, die rückwärts explodieren. Wenn ich mich in meinem Herz,
Nein, wenn ich mich in meinem Herzen verberge und dieses Geräusch höre, dann fühle ich mich älter als der Wald, älter als du, aber jünger als der weinende Fluss zu meinen Füßen. Wenn ich ins Erdreich rutsche, würden die Stimmen gedämpft, wie mein Kissen im Gesicht, damit niemand weiß, dass ich hier bin. Ich könnte mich durch die Wurmlöcher schleichen, doch das würde nur nach unten führen. Also fühle ich mich selbst über die Baumspitzen, über den Fluss, schwindend für immer. Ich war nie der größte Fan von Poesy, so nenne ich das immer gerne. These pictures are so random. So, you were a friend of my mommy's? Is that an amethyst? I hope she took good She was into care. New Age bullshit. They looked happy. How could you send all of this to hell? Das weiß man manchmal nie, ne? Da ist noch irgendwo ein Brief versteckt. Man, that penpal sure loved listening to her own voice. Okay, liebe Karen, kleiner 3, vielen, vielen Dank für deinen Brief. Ich dachte, du hast deine Brieffreundin vergessen. Es ist so öde hier draußen und deine Briefe sind das Beste überhaupt. Du hast gesagt, du bist manchmal auch sehr einsam in Beaver Creek und ich bin so froh, dass wir uns gefunden haben. Es ist so nicht lustig, dass ich diese große Familie habe und so neidisch bin, dass du ein Einzelkind bist. Du hast das ganze Haus für dich, wie eine Königin. Ich habe dir schon gesagt, dass mein dämlicher Bruder Keaton sein unreifer Junge ist, obwohl er der Älteste von uns ist. Er hält sich jetzt für cool, weil er einen Führerschein hat. Was auch immer. Warte nur, bis ich fahren kann und wir uns besuchen können, wann immer wir wollen. Ich höre Papa irgendwann wegen irgendwas schreien. Ich mache mich lieber vom Acker, bevor er mich erreicht. Bitte schreib mir bald und schreib zurück, sobald du es tust. Achso, ich schreibe zurück, sobald du es tust. Deine liebste Brieffreundin Emma. Oh. Ja, your only favorite penfall. Immer schön, ne? Queen, groß, only. Ja. Take you with her when she went on trips? I wonder my mom loved it so much. Ah, guck mal, eine Schnitzerei direkt. Well, figures Karen was already looking for an exit. Ja, hat da noch was gesucht. Kann ich die Lampe wieder ausmachen, natürlich? Guess the no phone rule wasn't such a thing back then. So, nichts hier in der Ecke gesehen. Nein, ein altes Brettspiel. I don't recognize any of these games. Ich auch nicht. Dice Rolling sagt mir nichts. Hope you enjoyed your trips. Junge Frage. So you didn't bail on us for nothing. Okay, einfache Tipps für die Weltreise, bevor man 30 wird. Aha. Ja, da hat sie wohl geplant, dass sie Web weg will. Read a lot of these in the 10th grade. Yawn. So, die Lampe kann man nicht anmachen. This playlist is boring as hell. Magic. Ja, hier können wir uns direkt Probleme einhandeln. I think it's not plugged. I miss my music. Okay, das hatten wir eben schon mal. Man kann den anscheinend nicht direkt einstöpseln. Dann glaube ich, geht's hier an die große Truhe. Mal schauen, was da alles drin ist. Wir haben erstmal Rollschuhe. I miss my skateboard. Oh ja, mit Lila. I'm going to the park. With Lila. Ja, genau das habe ich gesagt. I think I saw a moon eclipse once, before Daniel was born. Karen was still with us then. Never been a big fan of hiking, but here I was, walking my way down to Mexico. Ja, eigentlich ironisch. Karen liked to take pictures of strangers when we walked down the streets.
passt das? Warte mal, nee, überprüfen. Wir haben uns alles angeschaut da drin. Kann ich die bitte auch wieder... Ich kann die nicht wieder zumachen. Das ist schon wieder scheiße. Immer wenn man hier was durchsucht. Moment. These letters look pretty recent. Lag der eben schon da? Why would Claire lock these up in here? Weil sie noch in Kontakt steht. Ja, setz dich mal aufs Bett, genau. Is that for Mom? Huh? Let me see. Daniel! Come on. What's it say? Read it. Seriously, stop. Here, how about this? I've heard the news about Seattle. Please help my boys if they come to you. What? Why did they hide this from us? I don't know. You can reach me at this address. It's a P.O. box I use sometimes. What's a P.O. box? Well, a cop-out, in this case. I beg you, please help my sons. Oh yeah, right. Total bullshit. What do you mean? She cares about us. Well, I don't. Maybe she changed her mind. We could try and contact her. You don't even know her, okay? Don't get any wrong ideas. We should just stick to our plan. For now. Can I read it again? Yeah. Then we gotta go. My goodness. Shit. Excuse me. What are you both doing in here? Except visibly. Ransacking our house while we're at church? We were just looking for answers. And, was it worth stealing my key? Claire, please, calm down. No, Stephen. They went way out of line here. We specifically told you to stay out of this room. I have the right to see my mom's room. This isn't her room anymore. There is nothing to see in here. It's time you learn to respect some rules. Actually, we did find something. Yeah, we found a new letter from my mom. She said she wants to see us. But you didn't even tell us. She's not my daughter anymore, or your mother. She burned all those bridges. One letter doesn't change what she did to me, all of us. She is not welcome back. Just don't blame us for being curious about her. But I know her better than anybody. She hasn't changed. She just feels guilty. I can't hear that. Komm, schmeiß uns raus. Listen, Sean. I know life has been tough on you the past month. Bless your souls. And we put up with a lot of things. But that, going through our stuff, our personal belongings, well, that shows you don't respect us. We could go to jail just for helping you. This is how you pay us back? Well, things are just going to change around here if you want to stay. Man, I think I see why Mom left now. She couldn't put up with your stupid rules anymore. Oh, so that's what you think. Then let me tell you something. Huh? Steven! Ah, der Schrank. Was ich mir gedacht hatte. Oh, shit! Get this goddamn thing off me! Steven, no! Hold on, honey. We'll get it off! No! Stop! Oh, my legs!
Ja, müssen wir. Der Steven war... Der Steven ist der Nette. Und er steht hinter der Großmutter. Die wird's gar nicht mitbekommen. Do it, Daniel! Now! Do what? What's going on? Oh, Lord, what? What are you doing, Daniel? Oh, my baby, Stephen, are you okay? Now I am. Thanks to Daniel. You were right, Claire. I should have fixed that cupboard months ago. I guess my laziness will get me someday. What in the name of God was that all about? That's impossible. What are you, Daniel? Claire. Listen. They saved me, Claire. That's all that matters. Maybe. It was a miracle. Oh, thank you, Lord. Es hat geklingelt, glaube ich. It's the sheriff. Oh. Die haben uns in der Stadt gesehen, auf dem Weihnachtsmarkt. Sean, I didn't. We didn't call them. I know, Grandma. Sean, what are we gonna do? Go hide in the garage. No way. If the police searches the house, that makes the two of you accomplices. Get your bags and go out the back door. I'll distract him. Really? Yes. Now, get the hell out of here. I know you're in here. Your car's in the driveway. I'm so sorry for everything. I wish we could have helped you more. I wish you could stay here with us. Watch out for your brother, Sean. Yes. Be careful. We'll see you as soon as we can, okay? Thanks for helping us. Both of you. Oh, we love you. Now hurry up. Daniel, wait for me while I go. Ja gar nicht auf. Move your ass, bro. Oh, shit. This way. Kein Standbild, bitte. Scheiße. Chris! Scheiße. Er wollte seine Freunde retten, seine neuen. Und das war voll erwischt. Und er wusste noch nicht mal, dass wir auf der Flucht waren. Why? Why did Chris jump in front of that car, Sean? Why?
He's okay, Yanano. The car barely touched him. Das ist eine Lüge. God. I wish I told him the truth like you asked me to. Hatten wir doch gesagt. I'm sorry, Sean. Ach, hat das ihm doch nicht verraten. I shouldn't have lied to you and Chris. It's okay. I know you meant to do good, but don't worry. You didn't even let me check on him. What if he is dead? Daniel, we don't know that, okay? So, stop jumping into conclusions. We'll catch up on him as soon as we can. But I need to know. You will. Just later, when it's safe. Sean, I'm tired of running away. I don't want to be a superhero anymore. You don't have to use your power if you don't want to. I know, but sometimes I can help, and how do I know when to use it? You don't. You can only trust your guts and listen to your brother. You think we'll see Grandma and Grandpa again? I don't know. We'll see. Where are we gonna go now? See Mom? No way, man. We don't need her, okay? But she said she wanted to find us. We stick to the plan. We go to Puerto Lobos. That's where we belong. No one will tell us what to do. We can be whoever we want. You think? I don't know. Trust me, man. From now on, we make our own rules. Look, I wanted to wait until then, but we kinda need a little cheer, so. Merry Christmas, Inanna. For me? Thanks, Sean. Ich hab gedacht, wir kaufen es für die Großeltern. Hey, listen. There's a ride. Come on, all aboard. Zug, trampen wir. Das kann natürlich auch schief gehen. Springt man nicht auf Züge auf, wenn die ein wenig langsamer sind? Okay, der wird jetzt auch langsamer. Wird fortgesetzt. Das war dann wohl die zweite Episode. Namens Regeln. So, damit ich mal reden kann, mache ich das ein bisschen leiser, was wahrscheinlich auf der Aufnahme zu sehen sein wird. Also, was das ich höre, damit ich nicht voll weggedrückt werde von der Musik. Ja, es hat sich alles ein bisschen anders entwickelt, als ich mir das gedacht hatte. Weil letztendlich
als wir sie das letzte Mal verlassen hatten, da waren sie halt im Wald. Dann hatten sie die Hütte gefunden, wo sie auch eine Zeit lang sich aufgehalten haben. War durchaus ein bisschen länger, so fast einen Monat, würde ich sagen. Und haben da Daniels Kräfte auch trainiert. Letztendlich war das Problem, dass die Vorräte halt zu Neige gingen und dass Daniel eine Erkältung hatte, also mussten sie von dort weg. Und dann war eine Möglichkeit natürlich zu den Großeltern, mütterlicherseits, was sie dann auch nach 2 Tagesmärschen geschafft haben. Und da war es so eine ganz komische Sache. Zum einen waren die hilfreich, ohne Frage, sie haben sie ja unterkommen lassen, essen, schlafen, ne? Neue Klamotten, alles wunderbar. Auf der anderen Seite natürlich die extreme Angst in so einer Kleinstadt, da machen Geheimnisse eine Runde, wie es ja jetzt auch am Ende passiert ist, als wir auf dem Weihnachtsmarkt waren. Und deswegen durften sie halt nicht raus, kein Internet, kein gar nichts, nur im Garten spielen. Ja, und das führt, aber es war sowieso klar, dass bei den Großeltern unterkommen, das ist keine Lösung für immer, weil du brauchst halt Ausbildung, du musst auch raus, du kannst halt nicht jahrelang da einfach versteckt bei irgendwelchen Leuten unterkommen. Und aus dem Grund mussten sie sich jetzt wieder auf den Weg machen. Und auf dem Weihnachtsmarkt haben sie dann Cassidy und Finn getroffen, wo halt die Idee auch herkam für warum nicht einfach trampen? Weil sie ja gesagt haben, hier, nächster Halt ist Kalifornien, weil ich ja schon gesagt habe, ich vermute mal, dass das in die richtige Richtung führt. Oh, ja. Das Eindringen in Karens Zimmer fand ich jetzt... Ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass die Mutter sie sehen will, weil sie hat gesagt, kümmert sich um meine Jungs und nicht, ich will sie sehen. Wissen natürlich immer noch nicht die ganzen Hintergründe, außer dass sie weggelaufen ist. Aber ich glaube letztendlich, dass das Durchsuchen zusammen mit dem Brief und dem Opa, der rausging, dann mit dem Schrank und dann die Polizei, die kam, dass das alles so das Riesengemenge am Ende war, um dafür zu sorgen, dass sie jetzt wieder gehen müssen. Ist die Frage natürlich jetzt, haben wir vielleicht noch ein bisschen Geld von denen bekommen oder ist unser Portemonnaie weiterhin auf $11.03? Aber hab zumindest ein kleines Weihnachtsgeschenk für Daniel schon bekommen. Auch wenn es jetzt noch wahrscheinlich, ja, nicht ganz, warte mal, am 11. war der erste Tag, jetzt waren dann der 12. war der nächste. Ja, es sind noch knappe 2 Wochen bis Weihnachten. Mal schauen, ob wir Cassidy und Finn auch wiedersehen werden oder ob die wirklich nur dazu da waren, um uns zu sagen, dass man ja auf Züge aufspringen kann. Ja, und das Einsetzen der Fähigkeiten für Daniel, das hat Sean am Ende recht gut gesagt, du musst nach dem Bauchgefühl gehen. Am Anfang war ich immer sehr stark damit, es darf niemand wissen, es darf niemand wissen, es darf niemand wissen. Und dann waren es halt die kleinen Fähigkeiten, wir haben es den Großeltern gezeigt. Und da habe ich jetzt nochmal eine Sache, wo ich nicht ganz sicher bin, ob wir es falsch gemacht haben oder ob das Spiel das nicht richtig gemacht hat. Weil ich hatte ihm letztendlich, hatte Sean Daniel gesagt, sag Chris bitte, dass er keine Superfähigkeiten hat, damit er nicht in Probleme kommt. Und dann hat er nach dem Weihnachtsmarkt auf die Nachfrage, hast du das Chris gesagt, hat er gesagt, yo. Und später hat er sich aber entschuldigt. Er hat gesagt, tut mir leid, dass ich dich und Chris angelogen habe. Ich könnte mir also vorstellen, dass er es ihm doch nicht gesagt hat. Was dazu führte, dass Chris, als die Polizei auf dem Weg zu uns war, dachte, ich habe Sonderfähigkeiten, ich helfe meinen Freunden, hat sich auf die Straße gestellt und dann kam das Polizeiauto und hat ihn umgehauen. Und von dem Geräusch und wie das aussah, ist das nicht nur ein blauer Fleck.
Muss jetzt nicht unbedingt tot sein, aber Krankenhaus gehe ich sehr stark von aus. Gut. Schauen wir mal gleich, ob hier am Ende von den Credits noch so eine Übersicht kommt über die getroffene Entscheidung. Das heißt, für euch mache ich die Musik jetzt wieder ein wenig lauter, bis die vorbei sind, und mache sie dann wieder leiser, falls am Ende noch eine Übersicht über die Entscheidung kommen sollte. Und hole jetzt mal kurz meine Stimme. Spannend, dass das hier möglich ist. Kann ich das noch mehr beschleunigen? Ja. Ne, wer es genau sehen will, der stellt jetzt bei YouTube die Geschwindigkeit auf 0,5 runter, dann könnt ihr es alles in Ruhe lesen. Ich finde es halt fair, das alles mal zu zeigen und nicht wegzuklicken. Aber es war dann doch ein wenig lang. So, Entscheidung, hatte ich ja fast vermutet. Eine Entscheidung zum Vergleich verfügbar. Okay, das finde ich interessant. Gut. Okay, ich habe einen Schneeball auf Daniel geworfen. Ja, vernünftig. Ich wusste halt am Anfang nicht, was vernünftig ist, ne? Am Ende, da habe ich dann einen über ihn weggeworfen, aber okay.
Ja, die Vergleichswerte finde ich jetzt schade. Das fand ich immer ganz spannend. Ich habe aber eingegriffen und den Puma verscheucht. Du hast Daniel den Puma töten lassen. Okay. Bin ich vielleicht froh, dass er nicht zum Mörder geworden ist, auch wenn es gegen ein Tier nur war. Dann habe ich mit Claire gebetet. Du hast dich geweigert, mit Claire zu beten. Claire hat allein gebetet oder niemand hat gebetet. Wow. Okay. Da war ich noch auf der Schiene, mach sie mal happy. Dann haben wir Steven gestanden, dass Daniel Kräfte hat. Dann habe ich zusätzliche Hausarbeit gemacht. Das ist, glaube ich, aufräumen, Wäsche waschen, weiß ich nicht, ob hätte ich vielleicht auch vergessen können, ne? Und dann, ja. Dann haben wir Daniel gesagt, dass es korrekt war, Chris zu retten, als er runtergefallen ist. Dass er war das erste Mal, wo wir gesagt haben, yo, du darfst die Kräfte einsetzen. So, dann haben wir uns nicht in Stevens Laptop eingeloggt. Das war für mich, wo ich gesagt habe, der Typ ist cool, der weiß auch unser Geheimnis. Ich werde jetzt das Vertrauen nicht ausnutzen. So, dementsprechend, es gab wohl ein Telefon, das ich nicht gesehen habe. Deswegen habe ich Laila nicht angerufen. Allerdings scheint es so aus, als hätte, wenn man, ja okay, angerufen klingt, als hätte man es schaffen können, aber Laila nicht erreicht, ihre Mutter angelogen oder Laila nicht erreicht und ehrlich zur Mutter. Ich habe halt extra mal so zwischendurch auf Telefone geschaut. Habe aber dann nie gesehen, dass man eins hätte nutzen können. So, dann haben wir Chris' Vertrauen nicht gewonnen. Hätten wir wohl irgendwie schaffen können und dann hätte er das von seinem Vater erzählt. Dann hier, das ist nochmal, was wir besprechen haben. Wir haben Daniel aufgetragen, Chris die Wahrheit zu sagen. Das war mir wichtig. Hat er wohl nicht gemacht. Cassidy hätte ein Lied gesungen. Okay, haben wir nicht gehört. Sind wir wahrscheinlich am Anfang zu schnell dran vorbeigestürmt. Dann haben wir ein Raumschiff für Chris gezeichnet. Hätten auch Zombies machen können. Dann haben wir ein Weihnachtsgeschenk gekauft. Ich hätte auch eins stehlen können oder mehrere. Dann wäre wahrscheinlich eins gekauft und das Jojo wäre dann gewesen, mehrere Weihnachtsgeschenke gefunden. Dann habe ich mich nicht in Charles Probleme eingemischt, weil mir das als nicht richtig erschien. Dann haben wir Daniel angewiesen, Steven quasi zu helfen, als der unterm Schrank war. Und wir wurden verfolgt und Chris wurde angefahren. Er wurde verfolgt, aber Chris wurde nicht angefangen. Das wäre vielleicht, ist das verbunden mit den anderen. Wir hätten sein Vertrauen gewinnen müssen und ihm dann das mit den Kräften sagen müssen und dann wäre er vielleicht nicht angefangen worden. Oder ihr wurdet nicht verfolgt und Chris hat euch geholfen. Spannend. Ich glaube, bei der Endszene haben wir die schlechteste von allen möglichen Varianten bekommen. Oh, Daniel hat weiterhin geflucht. Das habe ich ihm auch teilweise erlaubt. Daniel hat das Würfelspiel ohne Schummeln gewonnen. Nein, hat er nicht. Der hat gewonnen. Nein, okay, weil ich dann aufgegeben habe. Okay, ja, okay. Aber er hat geschummelt. Daniel hat den Puma nicht getötet. Ah, bis eben waren die ganzen Entscheidungen von Sean, oder was ihn betrifft. Daniel konnte nicht beerdigen. Okay, hätte er den Puma getötet, hätte er vielleicht eine Leiche. Ja, klar, dann hätte er eine Leiche gehabt. Daniel hat auch beten wollen. Daniel hat das Zimmer aufgeräumt. Daniel hat nicht gehorcht und Chris weiterhin angelogen. Ja. Schade. Doof. Letztendlich könnten wir ihm sagen, dass es jetzt seine Schuld, dass Chris angefahren wurde. Insgesamt wurde ihm aufgetragen, seine Kräfte nicht einzusetzen, außer in Ausnahmesituationen. Daniel hat Chris nicht vor dem Auto gerettet. Da kann ich mich auch nicht daran erinnern, dass uns. Ja, hätten wir ihn vielleicht vorher ermutigt, dass er das machen kann, dann wäre das vielleicht passiert. Daniel hat sich selbst die Schuld für Chris' Unfall gegeben. Ja. Daniel hat dir die Schuld gegeben oder
Daniel hat niemand die Schuld gegeben, Dennis gegen Chris. Gut, das war wohl möglich. Und Daniel war zu aufgebracht, um sich über seine Geschenke zu freuen. Ja, ich glaube insgesamt nicht alles perfekt gelaufen. Das war dann allerdings die zweite Episode von Life is Strange 2. Wenn Square Enix und Dontnod in dem Tempo weitermachen, dann werden wieder weitere 4 Monate vergehen, bis die nächste Episode rauskommt. Eventuell war es auch, jetzt könnte ich mir vorstellen, zwischen 1 und 2 ein bisschen länger, da man nach der ersten Episode vielleicht auch mal das Feedback der Spieler geschaut hat und da vielleicht da noch ein bisschen was geändert hat. Vielleicht kommen 3 und 4, könnte ich mir vorstellen, kommen ein bisschen schneller. Und die 5. könnte ich mir denken, dass vor der letzten dann nochmal genau geschaut wird, dass das alles ein rundes Ende findet, dass es da vielleicht nochmal länger dauert. Das ist meine persönliche Einschätzung. Aber wird auf jeden Fall weitergehen. Für euer Interesse bei der zweiten Episode bedanke ich mich allerdings und sage dann einfach mal, ich schaue mal, vielleicht kommt noch ein Spoiler auf die nächste, so wie es damals kam. Da hatten wir einen schwebenden Stein gesehen nach der... Ja, da ist was. So, this is it? Yeah. It looks like a nettle field. And it stinks. Yeah. And your stinky feet will cover the smell. Shut up. They don't. Come on. I'll show you around. Okay, das ist der echte Job. Man hat Cassidy gehört. Die hat ja gesagt, wir haben einen echten Job. Das ist also auf einer Hanfplantage arbeiten. Das gibt's dann in der 3. Episode. Für heute sage ich danke, macht's gut.